Mein Name ist Fane Assefau. Ich bin leitende Ärztin bei Kienia hier in Winterthur, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und spezialisiert auf Trauma und Migration. Und hier, wo wir gerade sitzen, da habe ich eben die eigene Praxis aufgebaut seit März. Und das ist eben Trauma- und Migrationskompetenzzentrum, wo auch viele Geflüchtete hierher kommen. Wie ist deine Erfahrung damit? Akzeptieren die Geflüchteten schnell, dass sie zu einer Psychiatrie kommen? Nee. Nicht einfach. Nein. Das ist also, Psychiatrie ist immer negativ besetzt bei den meisten Geflüchteten. Aber man muss halt diplomatisch das so einleiten, dass ich sage, es geht nicht um also psychische Probleme bei euch, sondern oft geht es auch um Integrationshilfen. Das hängt manchmal auch zusammen. Und so sind sie froh, wenn sie kommen, weil sie schon von Mund-zu-Mund-Propaganda gehört haben, dass sie hier Hilfe erfahren, so Alltagsbewältigung, praktische Unterstützung, vor allem Vernetzung mit anderen, zum Beispiel NCBI Schweiz oder sozialpädagogische Familienhelfer oder den Sozialarbeitern in der Schule. Dass ich mache mehr so Sozialpsychiatrie bei Geflüchteten. Und da ist es ihnen im Grunde egal, wie man es nennt. Hauptsache, sie bekommen wirklich Hilfe.